Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Da es gestern viel geregnet hat, werden die Trails heute alle sehr nass sein. Ich habe mich dazu entschlossen, heute mal eine Tour zu fahren. Es geht jetzt von Trutnow-Lotter aus Richtung, ich weiß nicht, ob man das aus dem Schild lesen kann, Atzbrach. Und dann auf dem Rückweg werde ich aber trotzdem einmal den Bunkertrail nehmen. Okay, alles weitere dann unterwegs auf der Tour. Also, bis gleich. So, kurzes Zwischenfazit. Es ist wie befürchtet sehr matschig im Wald, sehr durchnässt. Aber man kann ja trotzdem zwischendurch mal hier auch mal ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, wie man am Fahrrad sieht, wird es heute wieder eine kleine Schlammschlacht. Okay, und weiter geht die Reise. Mal ehrlich, sieht das hier nicht geil aus? Wenn man das heute so sieht mit den Wolken, merkt man gar nicht mehr, dass es gestern komplett nur geregnet hat. Herrlich. Okay, kurzer Blick aufs Riesengebirge, geht es jetzt weiter. Ich bin an der Felsenstadt Adersbach angekommen. Das Ganze werden wir uns jetzt mal anschauen und drinnen auch filmen. Falls das jemand nicht interessiert, ich mache mal unten eine Zeitbeschreibung rein, wann es dann auf dem Trail weitergeht. Okay, dann wollen wir mal runter und uns das Ganze von innen anschauen. Ist das irre. Oh, guckt euch mal die Felsen hier an. Hammer, und jetzt geht es da irgendwo zwischendurch rein. Seht ihr da vorne schon den Eingang? Wahnsinn. Meine Güte, das wirkt ja hier alles wie aus Herr der Ringe. So was Abgefahrenes. Und das vermutet man überhaupt nicht in der Landschaft drumherum. Ich meine, felsig ist ja alles ein bisschen, aber doch nicht so irre. Thank you.
ja, jetzt müssen wir nicht kaufen, wir haben es hier. Wahnsinn. Man hat vorne nur so ein paar Felsen gesehen, aber dass das jetzt sich hier so entwickelt, das ist ja irre. Ui. Oh, guckt euch doch mal an, wie irre das ist. Ich weiß ja, dass die meisten eher jetzt ein reines Fahrradvideo erwarten. Aber ich denke, sowas Abgefahrenes kann man wohl immer mit reinnehmen. Wahnsinn! Ui, und hier geht es noch ordentlich nach oben. So, und alles, was ich gerade auf Treppen hoch bin, kann ich jetzt natürlich auch wieder runterlaufen. Ein irrer Weg hier zwischen den Felsen. Also ich glaube, hier könnte man problemlos ein komplettes Video von machen. Das war es leider schon mit der Felsenstadt. Für mich geht es jetzt langsam zurück. Wird ja auch mal Zeit. Ich würde mich gerne hier länger aufhalten, ist wirklich interessant. Aber ich denke, ich werde noch mal so einen Einzelbesuch hier machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier fandet. Also, ich würde sagen, Zeit für den Rückweg. So, ich bin hier oben auf dem Bergkamm, sage ich jetzt mal. Hier geht eine alte Verteidigungslinie der Tschechen lang, noch entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg. Und hier sind dann überall solche Bunker. Hier gibt es ganz viele von. Ich werde mit Sicherheit noch an einigen vorbeikommen. Deswegen hat ja das Ganze auch dann oben den Namen Bunkertrail. Okay, ich bin auf dem Turm am Bunkertrail angekommen. Die Aussicht ist heute richtig gut. Ich gehe hier einmal auf dem Turm herum. Allerdings sehr, sehr windig. So. Ist auch schon wieder ein gutes Jahr her, dass ich hier war. Mal sehen, was es hier so Neues gibt.
Das ist jetzt ein... Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört. Dermaßen windig. Noch einen Gang fahren. Das sieht doch sehr vielversprechend aus hier. So, wo müssen wir denn hier lang? Hier. So. Das ist wohl nicht der Weg. Und das wohl eher. So, nachdem ich mich jetzt wieder ein Stück des Weges raufgequält habe, sieht es jetzt wieder nach einer Abfahrt aus. Nein, weiter geht's.
Okay. Der untere Teil sieht ja noch mal richtig spaßig aus hier. Jo. Den Teil habe ich gar nicht gekannt. Der muss neu sein. Okay, hier komme ich an eine Abzweigung. Und dann würde ich doch glatt mal sagen, probieren wir mal den roten aus. Ein paar Gänge tiefer. Mal schauen. Aha. Echt schick. Gebaut. Oh. Oh. Interessanter Weg. Oh. Und bestimmt noch spaßiger, wenn es trocken ist. Aber mal geil. Yeah.